Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. So, ich hoffe, dass jetzt nicht wieder Fraps abstürzt hier. Ja. Und der Jan ist auch wieder da und der Klaus natürlich und meiner Wenigkeit Glabur. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, wir werden jetzt hier die Scheiße hier einfahren. Hallo. Die Haferkacke. Dann noch Feld 15 und Feld 13. Dann werden wir vielleicht eine kurze Aufnahmepause machen und werden die neuen Mods hochladen. Installieren. Und installieren, etc. Also es könnte sein, dass dann später die Aufnahmen kommen. Die Aufnahmen, also die Mod-Vorstellungen, die wir sonst immer eher haben. Nur mal so zur Info am Rande. Am Rande. So muss das. Leck. Was gibt's sonst? Überlegen. Ja, Klaus findet Need for Speed scheiße, warum auch immer. Ja, das stimmt. Weil er halt nicht mit diesen Geschwindigkeiten klarkommt. Naja, aber das unrealistischer Schrott ist. Das wird man ja erstmal sehen, ob das neue wirklich unrealistischer Schrott ist. Das wissen wir ja. Das alte war aber auch schon unrealistisch. Das alte war scheiße. Das ist eindeutig. Das würde ich sogar nicht mal bestreiten. Aber die anderen, das ging. Also das, was ich bis jetzt von dem neuen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Wer aber... Ich rede ja nicht über das Neue, ich rede allgemein. Hat aber Jan heute die ganze Zeit von geredet. Ich aber nicht. War allgemein von Need for, wenn du meinst allgemein Need for Speed, ist das Neue auch mit ihm... Nee. So. Das Neue ist ja noch nicht auf dem Markt. Doch. Nee. Oh doch. Nee. Die DICE-Leute spielen schon. Was? Die DICE-Leute, die spielen aber schon, ja. Ja, ist ja nicht DICE. Ja, Ghost, ja, mein Gott. Hallo Klaus, ich guck dich an. Ja. Hallo. Schön. Hallo Klaus, guck, guck. Wo soll das Stroh überhaupt hin, ja? Wir haben ein Strohlager. Wo ist das? Oben bei den Kühen und so. Da musst du das hinbringen. Mal hier Bodycheck verteilen an Klaus, pass auf. Boah, mir hat nicht erwischt, Alter. No, aber das bringt nichts. Ja, wir werden hier gleich, ja, wenn wir diese Scheiße hier eingefahren haben, dann werden wir einige neue Mods auf jeden Fall vorstellen. Es kommt ganz auf an, wie viel Geld wir noch zusammenbekommen. Drücken wir es mal so aus, weil das sind alles Mods, die wir auch gerne hätten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Auf den neuen Trecker bin ich gespannt, weil ich den auch noch nicht ausprobiert habe. Nicht sagen welcher. Aber da bin ich echt, da bin ich echt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dann hier in dem Mais gar nicht weitergemacht. Ja. Ja, warum wohl? Ja, warum nicht? Warum haben wir das nicht weitergemacht? Weiß ich doch nicht. Weil wir Angebote kriegten. Ach so. Ja, wir haben dann erstmal die Gerste, war das, weggebracht. Wie so ein Geisteskranker mit zwei Leuten. So, dann haben wir das gerade drin. Ich will weitermachen. Und dann, puff, kommt das nächste Angebot. Ja, und was machst du natürlich dann? Wäre er nicht abgehauen, wäre er schon fertig. Nee, hätte er auch nicht geschafft. Ja, aber er weiter. Ja, ein bisschen weiter wäre er schon, aber ich finde, dass ein Angebot, was jetzt auf dem Feld ja am Wachsen ist, ja wichtiger ist, einzufahren, als der andere Scheiß. So, dann mäht er schon auch mal waschen können, ne? Jan, du musst das Stroh bitte in die erste Ladung oder die zweite Ladung, ist auch scheißegal, in die Futtermaschine stecken, bitte. Ja, der Mähdrescher sieht echt, also der Mähdrescher ist dreckig, Alter.
Weil der ist ja nur am Laufen. Der hat 7,5 Stunden runter. Ach so, es werden noch neue nee, da werde ich mich auch noch nicht zu äußern dürfen. Ich darf mich zu so viel nicht äußern, Leute, gerade. Ich muss mich gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil es wird ja, dann, wenn wir ankündigen, die und die Folge mit neuen Mods, also es wird richtig, richtig viel Neues auf jeden Fall geben. Wie viele Stunden haben wir jetzt noch, Klaus? 2. Ich gucke. Wo sind die Futtermaschinen überhaupt? Wieder dran, Mischlager. Mischlager, genau. Diese rote Halle da. Hafer war das, ne? Hafer, ja. 12 Stunden. Immer noch 12 Stunden. Okay. Ja, weil hier ist alles ziemlich klein noch, ne? Von dem letzten Hafer. Mhm. Also ob das fertig wächst. Warte mal, ich kann mal gerade gucken, wie weit der Wachstum ist. Ah, ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen schneller stellen. Also ich stelle jetzt schon mal auf 120-fach. Dunkelblau ist es schon. Okay. Also letzte Wachstumsstufe. Ich habe jetzt volle Düse gestellt. Weißt du, was noch geil wäre für ein Mod? Dass man Bescheid gesagt bekommt, dass man, wenn die Tiere keine Nahrung mehr hätten. Oder wenn was fehlt bei den Tieren. Das wäre auch noch ziemlich nice. Richtig. Achso, um wie für die Mischanlage so ein Dings durchläuft. Genau. Ja, jetzt müssen wir warten. Oh, ah, kommt. Es kommt, aber weiter kann ich nicht fahren. Hier fehlt noch ein Stück, Klaus. Muss hier so ein kleines Ding hochfahren, da oder was? Was? Findet er gerade nicht. Soll ich zu dir kommen? Warte, ich mach die Zeit langsam. Steig mal bitte aus, Jan. Bist du? Ja. Gut. Hier, komm mit. Bist du denn? Hier, neben dir. Bist du oben auf dem Hof? Ah. Hier ist die Futtermischanlage. Geh um deine. Geh hier mal um die Kartoffelanlage herum. Kartoffelanlage? Siehst du die? Kartoffel. Ja. Komm mit. Hier weiter rum. Ach, du siehst mich ja nicht. Komm hier rum. Hier ist die rote Halle. Komm um die rote Halle herum. Hier steht dann Anlieferung. Ja. Und dann steht hier. Irgendwo Stroh. Weizen, was? Silage, Rügen, Gras, Heu. Heu. Nee, Gras und Heu und Dinkel. Hier. Normales Stroh. Letzte Grube. Linke Seite, wenn du reinguckst, linke Seite, letzte Grube. Aber hier steht doch nur Raps und Kartoffeln. Linke Seite, rechte Seite, Entschuldigung. Hafer, normal Stroh, okay. Okay, ich komme wieder, Klaus. Und wieder schnell stellen. So, ja gut, das wird ja noch eine Zeit lang dauern, bis wir das hier abgefahren haben. Jo. Was kann man denn noch sagen? Ach so, ja, wir können, wenn sich viele fragen, ja, warum geht ihr denn bei und macht jetzt so spät dann erst wieder diese Mods? Leute, es geht einfach darum, wir können das gar nicht anders machen. Einfach aus dem ganzen Grund, weil wir können die Ware oder das Angebot ja nicht links liegen lassen. Wer vielleicht noch nie LS gespielt hat, wird sich das vielleicht fragen, zeigt doch erst die Mods. Dann fehlt uns nachher eine Stunde oder was und dann ist es nicht erntereif und dies und jenes. Also es könnte wirklich zu einem Problem dann ausarten. Naja, die Kacke ist voll. Aber jetzt, ja, wo ist jetzt Strohlager? Strohlager ist ganz hinten am Ende, da wo auch dieser Silohaufen ist. Das sind jetzt noch 8 Stunden. Wo die ganzen Lager in einer Reihe sind. Genau. Alter, das will nicht fertig werden, Klaus. Wenn wir Pech haben, wird das nicht fertig wegen der Nacht. Das ist nur noch der Scheißstreifen. Ja, ich fange jetzt an und mähe da einen dran lang. Wenn es fertig wird, dann nehmen wir es noch.
aber ich stelle das jetzt auf fünffach, weil das sind jetzt noch 7 Stunden, glaube ich, ne? Ja, 7. Ja. Wenn du oben bist, kann ich die gleich leer machen. Du bist schon fast voll, du kannst deins wegbringen. Oder so, wohin war das nochmal? Ach hier, das sind Aimo oder wie das heißt da, genau. Ja. Kann ich mir Zeit lassen. Ah, ganz geschmeidig bleiben hier. Und ich freue mich, dass wir Angebote haben und dann auch gleich zwei. Dass wir hier wirklich auch mal was auf die Reihe kriegen. Und vielleicht kriegen wir es jetzt ja auch mal hin, dann später hier die Brauerei und den ganzen Scheiß endlich mal zum Laufen zu kriegen. Weil so langsam wird es mal Zeit, meiner Meinung. Ja. Weil irgendwie hapern wir ziemlich lange immer an dieser einen Sache fest, finde ich. Dieses ganz normale Landwirtschaftssimulator. Wir nutzen diese Mod-Funktion fast gar nicht, kann man sagen. Also das ist jetzt meine Meinung. Ja, klar. Ja, wir müssen unbedingt die Kartoffelmaschine ausprobieren und dies und jenes. Ja, diese ganzen neuen Funktionen nutzen wir gar nicht. Null. Ja, wir nehmen ja nicht mal Kompost. Wir sagen uns, wir haben keinen Dünger mehr. Ja, nimmst du Dingens und fährst das drauf. Wo wir aber Stroh ohne Ende haben, wenn du es so nimmst. Ja, klar. Ja, genau, Jan, die Kompostmaschine kannst du dann zum Beispiel mit Stroh auch vollfahren. Mhm. Die kennst du ja, ne? Wo die steht. Ich glaube, da hast du sogar gestanden vorhin, ne? Mhm. Ich mag die Landschaft dieser Map. Wenn der Hof nicht so verbuggt wäre. Also das ist das einzigste, Leute, was ich wirklich sagen muss. Die Map anscheinend für mich... Oh, Leck. Speicherleck wahrscheinlich. Eins der schönsten, die ich seit langem mal wieder gespielt habe. Oder überhaupt gespielt haben. Aber dieser Bug auf dem Hof. Und wenn man dann wirklich eine etwas schlechtere Grafik hat. Ja, etwas schlechtere ist eigentlich der falsche Ausdruck. Wenn man einfach eine keine Mega-Grafikkarte hat oder auf dem aktuellen Stand ist, zum Beispiel so wie Jan, der auf die nächste Generation in dem Sinne wartet, dann hat man schon extreme Probleme. Ja, nur wegen so einem blöden Bug. Und deswegen gehe ich manchmal auch bei und gucke jetzt nicht nach vorne, sondern ich drehe mich dann einfach wirklich zur Seite und mähe dann so. Also das ist einfach nur der einzigste Scheiß an dieser Map. Oder nicht, Jan? Mhm. Ich habe schon überlegt, diese Felder gar nicht mehr zu bewirtschaften. Die komplett wegzulassen. Weißt du, Gras drauf fahren oder dieses Dinkel? Heißt es Dinkel? Oh, ja, warte. Was willst du, Luxaris oder? Klaus, du musst zu mir kommen. Achso, ja, ich seh's. Ja, weißt du, und das einfach hier drauf fahren. Dass man diese Scheiße nicht mehr hat, Jan. Boah, Tacker. Könnte ja was bringen, wenn wir uns hier nicht mehr aufhalten, oder? Ja. Also bei mir leckt es hauptsächlich. Nur wenn du zum Hof guckst. Nee, da hinten, wo du bei der Biomass-Ding ist, da wo ich den LKW hingestellt habe. Wenn ich da hingucke, immer 15 Frames. Den kannst du nicht mehr sehen, so weit geht Landwirtschaftssimulator trotzdem nicht. Wenn ich da hinten hingucke, wo der steht, habe ich nichts. Das ist der Hof. Nein? Glaub's einfach zu mir. Na klar. Ich fahre gerade so, ich guck links runter. Da, wenn ich links runter gucke, ist Feld 24, 43, 7, 37, 39 und Biomass-Kraftwerk. Hm. Jetzt müssen wir den wieder runternehmen. Aber das machen wir dann, wenn wir die Mods sowieso dann gleich ändern oder später, ne?
Wir müssen ja jetzt erstmal hier die Scheiße einfahren. Das ist ja jetzt wirklich erstmal wichtig in meinen Augen. Wir haben jetzt schon 413.000. Also ich schätze, ein LKW werden wir wohl noch, oder einen Hänger werden wir wohl noch voll kriegen. Ja. War nicht viel, ne, Klaus? Nö. Nee. Das ist jetzt der 1, 2, 3. Hänger. Ja, hier ist auch so ein Stück nicht fertig, aber da kacken wir jetzt einen drauf. Kevin, zurück. Hier oben links ist auch noch was, ne? Oh! Egal, ich mache jetzt erst hier weiter. Machen wir gleich zum Schluss. Oder so, ja. Oder wenn ich da hinten bin, dann nehme ich das mit. Hier vorne ist noch ein Stück grün. Ja, aber kacke ich einen drauf, weil es ist dunkel. Ja. Und meistens wächst in dem Spiel ja im Dunkeln nichts. Ja. Und freut sich die Seemaschine mit runtergegrubbert. Genau. So, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaftssimulator. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.